Stell dir vor, du liegst am Strand. Die Sonne wärmt dein Gesicht und der Geruch von Salzwasser liegt in der Luft. Doch statt die Aussicht zu genießen und dir anzuschauen, wie am Horizont sich der blaue Himmel von dem strahlenden, genauso blauen Wasser abgrenzt, schaust du auf dein Tablet, denn du hast dein Tablet mit in den Urlaub genommen. Eventuell, um daran zu arbeiten oder aber einfach nur, um darauf Netflix zu schauen. Und selbst wenn du dir vorgenommen hast, vielleicht Netflix nur abends im Hotelzimmer zu schauen, statt den Fernseher anzumachen, hey, die pure Tatsache, dass das Tablet dabei ist oder das Smartphone, wird natürlich immer dafür sorgen, dass du da auch gerne drauf schaust. Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder kleinere Videos gemacht zu dem Thema, lass doch mal dein WhatsApp zu Hause, geh doch mal ein paar Tage mit dem Handy im Offline-Modus in den Urlaub und so weiter. Jetzt lass mich noch einen Satz ausholen. Ich habe auch immer wieder gesagt, mein Idealszenario ist es, dass ich mein ganzes Unternehmen nur von einem Tablet aus führen kann. Warum vom Tablet aus? Das hat zwei Gründe. Zum einen, das Tablet kann ich überall aufklappen und damit arbeiten. Wo WLAN ist, geht das besonders gut. Wo kein WLAN ist, geht es mit ein bisschen Vorbereitung auch. Und die andere Sache ist, auf einem Tablet ist normalerweise keine Spezialsoftware möglich. Ja? Also, sei denn, du kaufst dir ein super teures High-End-Tablet. Und die Tatsache, dass keine Spezialsoftware möglich ist, bedeutet dann auch gleichzeitig, dass du dich auf die wesentliche Kommunikation und Planung zurückziehen musst. Und dieses Idealszenario, das bringt natürlich eine große Herausforderung. Da greift der Grenzenghul zu. Und während der Grenzenghul normalerweise die Arbeitszeit von der Privatzeit abgrenzt, grenzt er oder diese Grenzen verwischen lässt, sorgt der Grenzenghul jetzt dafür, dass die Abgrenzung zwischen Urlaubszeit und Nicht-Urlaubszeit langsam verwischt und verschwimmt. Das heißt, da wird diese Stärke und diese Flexibilität des ortsunabhängigen Remote-Arbeitens wird jetzt plötzlich zur großen Schwäche. Also, wenn du auch Unternehmerin oder Unternehmer bist und denkst, naja, aber so ganz ohne Smartphone und so ganz ohne Tablet kann ich doch nicht in den Urlaub. Was machen wir denn da jetzt? Naja, wir müssen einen Kompromiss finden. Also, wenn der Gedanke, das Smartphone oder das Tablet oder das Notebook komplett zu Hause zu lassen, wenn der im Moment unerträglich ist, dann nimm es mit. Ja? Also, es bringt deinen lieben Leuten gar nichts, wenn du 5 Tage da sitzt und nervös Fingernägel kaust, weil du nicht weißt, was dir alles entgeht. Aber bitte formuliere dann eine Absichtlichkeit und formuliere dann Regeln. Kläre die Regeln auch mit deiner Familie ab. So eine Regel könnte lauten: Ich möchte bitte zu meiner eigenen Beruhigung einmal am Tag in meine E-Mails schauen. Dann legst du aber fest, das tue ich in folgender Situation oder zu folgender Uhrzeit. Davor tue ich es nicht, danach tue ich es nicht. Alles, was vermeintlich wichtig ist, darüber schlafe ich eine Nacht. Die meisten Anliegen sind gar nicht so wichtig. Ja, du kennst das, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die kannst du auch am nächsten Tag beantworten. Und vielleicht wirst du dann nach ein, 2 Tagen merken, dass es okay ist, noch seltener in die E-Mails zu schauen. Und nochmal, in einer idealen Welt würde das alles zu Hause bleiben. Da hättest du diese Loslösung geschafft. Aber wir haben diese ideale Welt leider nicht immer und auf Knopfdruck oder mit einem Fingerschnipsen umzuschalten funktioniert auch nicht. Ich habe mir jetzt folgenden Kompromiss überlegt. Ich hatte die letzten Jahre immer ein Tablet dabei, damit ich notfalls reagieren kann. Und auf dem Tablet ist dann aber auch ein Browser und auf dem Tablet war dann auch Netflix. Also, was würde ich dir empfehlen? Schmeiß Netflix vorübergehend vom Tablet, blockiere den Browser so gut es geht, schmeiß die Social Media Apps runter, fahre dann in den Urlaub und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt: Ich werde dieses Jahr nur mein, also ich müsste jetzt den Namen eigentlich zuhalten, damit es keine Werbung ist. Ich werde dieses Jahr nur mein Paper-Tablet mitnehmen. Das ist also so ein E-Ink-Tablet. Da kann ich mir Sachen aufschreiben. Das ist wie wenn ich mit einem Notizblock in den Urlaub fahre. Ja, der Notizblock ist auch Arbeit, der repräsentiert Arbeit. Aber wenn ich einen quälenden, nagenden Gedanken habe, der mich nervös macht, dann schreibe ich ihn hier auf und die übliche Erkenntnis, die übliche Erfahrung von mir ist, in dem Moment, wo der Gedanke niedergeschrieben ist, gibt er Ruhe, kann sich weiterentwickeln und kreist nicht die ganze Zeit im Kopf. Also schreib alles auf, habe ich dir jetzt oft genug gesagt. Denk daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Aber wenn du gerade Urlaub hast, dann schreib die Next Action auf und lass sie warten, bis du wieder zurück bist.